Spricht jetzt für Bündnis 90 die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es geht in dieser Debatte nicht um juristisches Klein-Klein. Es geht um eine Grundsatzfrage. Es geht um gesellschaftlichen Respekt gegenüber einer Minderheit. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das ist Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte. Wer gleiche Rechte verweigert, verweigert auch gleiche Würde. Und so nehmen die Lesben und Schwulen in Deutschland diese Debatte wahr. Und sie sprechen mit ihrem harten Festhalten an ihrer Minderheitsmeinung und der Geiselnahme des gesamten deutschen Parlaments für ihre Position. Sie nehmen diesen Menschen die Würde und die Anerkennung und den Respekt ihnen weg, den sie verdient haben und den ihre Verfassung auch für sie so will. Und was führen Sie dafür ins Feld? Die Kanzlerin sagt, ich tue mich schwer mit der völligen Gleichstellung. Im Präsidium der CDU soll sie es ein bisschen näher ausgeführt haben. Es gäbe einen Unterschied zwischen Ehe, die zwischen Mann und Frau geschlossen wird, und einer Lebenspartnerschaft zwischen zwei Menschen gleichen Geschlechts. Da hat sie recht. Ja, da hat sie recht. Und wie ist das mit den Unterschieden im demokratischen Rechtsstaat? Lesen Sie mal Artikel 3 Grundgesetz. Unser Grundgesetz weiß um die Verschiedenheit der Menschen. Es zählt sogar ganze Litanei von Kategorien auf, nachdem man die Menschen in Gruppen unterscheiden kann. Und sagt dann, diese Unterscheidungen dürfen keine Abstriche bei der Gleichheit vor dem Gesetz rechtfertigen. Im demokratischen Rechtsstaat ist es so, dass Sie Ungleiches nur ungleich behandeln dürfen, wenn Sie dafür ein legitimes Ziel haben, wenn das erforderlich ist, diese Ungleichbehandlung, und wenn sie angemessen in Bezug auf das Ziel ist. Das sagt der Europäische Gerichtshof in ständiger Menschenrechtsbesprechung. Das sagt das Bundesverfassungsgericht so. Und es ist eben nicht so, wie Ihre Leute in den Talkshows immer erzählen, dass man Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln müsse. Das Gegenteil ist der Fall. Gleiches muss man nicht gleich behandeln, das ist schon gleich. Ungleiches muss man gleich behandeln, wenn man keinen guten Grund hat, unterschiedliche Rechte an die Differenz zu knüpfen. Das ist Demokratie, das ist Rechtsstaatlichkeit und das ist eine Politik des Respekts, und die geht Ihnen leider vollkommen ab. Und wenn dann mit der Tradition und der Geschichte oder gar der Religion argumentiert wird, da hat ja mein Fraktionsvorsitzender schon das richtige Zitat gebracht. Was gibt denn die Tradition als Rechtsquelle her bei den Menschenrechten von Lesben und Schwulen? Bis 1969 wurde Homosexualität unter erwachsenen Männern mit dem Strafrecht verfolgt. 50.000 Männer haben ihre Existenz in dieser Republik bis 1969 verloren aufgrund von strafrechtlicher Verfolgung unter dem Paragraphen 175. Ist es dann von Relevanz in einer solchen Rechtssituation, was 1949 jemand da zu dieser Frage im Zivilrecht gedacht hat? Das war doch eine Frage, die war gar nicht denkbar, nicht mal diskutabel. Deshalb, das Eherecht verändert sich, wie wir in die Gesellschaft und zu den Menschen schauen. Und das Verfassungsgericht hat es doch schon längst gemacht, aber immer gegen Sie. In den 90er Jahren hat das Verfassungsgericht in der Kindschaftsrechtsentscheidung gesagt, auch Kinder in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften bilden mit ihren Eltern eine Familie. Und zwar eine Familie nach Artikel 6 Grundgesetz. Und 2013 hat das Bundesverfassungsgericht das Gleiche in der Sukzessivadoptionsentscheidung zur lebenspartnerschaftlichen Familie gesagt. Wenn sich die Familie in Artikel 6 wandeln kann, dann kann sich die Ehe im Artikel 6 genauso wandeln. Und Sie müssen mir schon mal erklären, warum ausgerechnet in der deutschen Verfassung, die eigentlich als Negation auf die Barbarei des Nationalsozialismus geschrieben wurde, drinstehen soll, dass man eine Minderheit nachhaltig diskriminieren soll. Wenn das in anderen demokratischen Verfassungen
Südafrika, Argentinien, Uruguay, die USA, die Niederlande, Spanien, Portugal, Irland, Dänemark, überall anders ist. Das müssen Sie mal erklären. Der Wortlaut gibt gar nichts her. Sie behaupten aber, diese Art von Menschenverachtung gegenüber der homosexuellen Minderheit sei in unsere Verfassung eingeschrieben. Das kann historisch nicht der Fall sein. Das ist vom Wortlaut her nicht der Fall. Und das gibt auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht her. Ganz im Gegenteil. Das Verfassungsgericht hat jeden Schritt zur Gleichberechtigung seit 2005 selber auf den Weg bringen müssen. Gehen Sie voran. Beenden Sie die Geiselhaft der Mehrheit des Deutschen Bundestages und des Bundesrates und lassen Sie den Respekt, den unsere Bevölkerung gegenüber der lesbischen und schwulen Minderheit hat, endlich in einem Gesetzesbeschluss zum Ausdruck kommen. Geben Sie die Ehe frei. Vielen Dank, Volker Beck. Einen schönen Tag von meiner Seite Ihnen und den Gästen oben auf der Tribüne. Nächster Redner, den ich zu seiner Eheschließung gratulieren möchte, ist Dr. Stefan Kaufmann für die CDU-CSU. Ja, ich darf